12.29 Uhr, Kahiholla, Finn, der Finne müsste auch an die 140 springen, um vorne dabei zu sein, muss den Sprung aber früh abbrechen und berührt den Schnee schon bei 91 Metern. 12.27 Uhr, Mario Seidel, AUT, Wahnsinn. Mario Seidel packt mal richtig einen aus und fliegt über die Juryweite hinweg auf 142 Meter. Das sind anderthalb Minuten auf die Konkurrenz. 12.26 Uhr, Vincent Geiger, Vincent Geiger kommt nicht so gut weg wie die beiden Springer zuvor und landet bei 123,5 Meter. 12.25 Uhr, Wilhelm Deneyvel, AUT, auch ein starker Sprung von Wilhelm Deneyvel. Der Österreicher fliegt genauso weit wie Feist zuvor und reiht sich hinter dem Deutschen ein. 12.24 Uhr, Manuel Feist, jawohl. Was für ein Satz von Manuel Feist. Der Deutsche trifft den Absprung gut und kommt schön ins Fliegen. 129 Meter bedeuten Rang 2 für Feist. 12.23 Uhr, Lukas Greidera, AUT. Lukas Greidera zeigt auch einen ordentlichen Sprung und landet bei 123,5 Metern. Das ist genau eine Minute Rückstand auf Watabe. Da könnte noch was gehen. 12.21 Uhr, François Braut, FRA, 115 Meter und Rang 17 für den Franzosen. 12.20 Uhr, Franz Josef Reel, AUT, guter Satz von Reel. Der Österreicher setzt erst bei 116,5 Metern auf und schiebt sich dank guter Noten auf Rang 3. 15 Sekunden hinter Watabe geht es in die Loipe. 12.19 Uhr, Christian Ilves, das war nix. Mit nur gut 80 Metern landet Ilves am Ende des Feldes. 12.18 Uhr, Go Yamamoto, JPN, 114 Meter und Rang 11 für den nächsten Japaner. 12.17 Uhr, Yoshito Watabe, JPN, was kann der jüngere Bruder des Gesamtweltcup-Siegers ausrichten? Yoshito Watabe ist als guter Springer bekannt und zieht den Satz auch auf 123 Meter. Bei kürzerem Anlauf sehr ordentlich. Das ist die Führung. 12.16 Uhr, Maxime Laurte, FRA. Maxime Laurte kann bei den schweren Bedingungen in Ruka auch nicht wirklich glänzen und landet bei 103 Metern. 12.14 Uhr, Alessandro Pitten, ITA. Endlich darf Pitten runter und verreißt den Sprung dann komplett. Der Italiener stürzt fast und rettet sich bei 82 Metern in den Schnee. 12.13 Uhr, der Anlauf wird verkürzt. Der Wind ist oben einfach zu stark und wechselhaft und die Jury geht mit dem Gate ein Stück nach unten. Durch die Punktekompensation haben die folgenden Springer dennoch gleiche Chancen. Irgendwie müssen die Organisatoren das hier durchziehen, sonst gibt es keine Wertung, da ja auch der provisorische Sprung gestern ausfallen musste. 12.04 Uhr, Antoine Gérard, FRA, der Wind macht den Springern das Leben weiter schwer. Mal geht's und Sekunden später sind die Bedingungen schon wieder irregulär. Antoine Gérard fliegt auf 117 Meter. 12 Uhr, Bernhard Gruber, AUT. Bernhard Gruber steht ein wenig unruhig in der Luft, kann den Sprung aber immerhin noch auf ordentliche 121,5 Meter ziehen. Rang 8 lässt den Österreicher aber nicht wirklich zufrieden wirken. 11.58 Uhr, Thomas Portik, CZE. Nach kurzer Unterbrechung geht's weiter und Thomas Portik erwischt einen tollen Sprung. Da kommt zur rechten Zeit nochmal ein wenig Auftrieb und es werden 133,5 Meter für den Tschechen. 11.51 Uhr, Magnus Koch, NOR, das war nichts. Koch landet schon bei 93,5 Metern und fällt deutlich zurück. Da war gar keine Spannung drin. 11.50 Uhr, Magnus Moan, NOR, was kann der norwegische Routinier bei diesen schwierigen Bedingungen zeigen? Einiges. Moan setzt gleich eine neue Bestweite und segelt auf 128,5 Meter. Führung mit einer Sekunde vor Weber. 11.49 Uhr, Terence Weber, Riesensatz von Terence Weber. Der erste von sechs Deutschen setzt mit der neuen Bestweite von 127 Metern gleich mal eine Duftmarke und übernimmt dank guter Noten auch die Führung. Starker Auftritt vom 22-jährigen. 11.48 Uhr, Heideaki Nagai, JPN, der war gut. Nagai wackelt zwar ein wenig in der Luft,
zieht den Sprung aber lang hinten raus. 123,5 Meter stehen zu Buche, 11.47 Uhr Atumekiaho, Finn. Die Hälfte der 58 Springer ist unten, als Atumekiaho bei 116 Metern landet. Das bringt dem Finnen vorerst Rang 8 ein. 11.44 Uhr Tim Hugesui. Wie startet der Schweizer Einzelkämpfer in die Saison? Tim Hug kann immerhin auf solide 117,5 Meter springen und liegt damit auf Rang 5. 11.41 Uhr Martin Fritz AUT. Die Windverhältnisse sind weiter grenzwertig. Auch Martin Fritz darf erst beim zweiten Anlauf runter und macht das dann dafür umso besser. 123 Meter für den Österreicher, der sich mit nur 3 Sekunden Rückstand auf Rang 2 einreiht. 11.39 Uhr Ernest Jahin, RUS, stark. Das Springen ist die Stärke von Ernest Jahin und das beweist der Russe hier mit einem Satz auf 123 Meter inklusive. Telemark einmal mehr, 11.38 Uhr SZCC Pan Kutschak Pol, die Sprünge werden besser. SZCC Pan Kutschak landet bei 117 Metern und reiht sich auf Rang 3 ein. 11.38 Uhr Levi Mutru, Finn. Der Finne streckt den Zeigefinger in die Höhe und ist sichtlich zufrieden. 122 Meter sind Rang 2 für Levi Mutru. 11.36 Uhr Aguri Shimizu, JPN. Der nächste Japaner fliegt durch die Luft und wird deutlich weitergetragen als sein Landsmann zuvor. 114 Meter bedeuten Rang 4 für Shimizu. 11.35 Uhr Pavel Slowiok, Pol, schicker Satz von Pavel Slowiok. Der Pole fliegt auf gute 119 Meter und setzt sich dank ordentlicher Noten auf den zweiten Rang hinter dem immer noch führenden Norweger Oftebro. 11.34 Uhr Go Sanehara, JPN. Der Japaner ist durchaus in der Lage, weit zu springen, hat aber auch mit dem heftigen und wechselnden Aufwind zu kämpfen. Immerhin 103 Meter für Gosanehara, 11.32 Uhr wie VR Hofnik, SLO. Der Juniorenweltmeister zeigt, dass auch bei diesen Bedingungen was geht, wenn man mutig ist. 111 Meter blinken für den Slowen auf 11.32 Uhr Adam Kiesler, Pol. Adam Kiesler war im Vorjahr genau einmal in den Punkten. Heute wird kein zweites Mal folgen. 94,5 Meter für den Polen, 11.30 Uhr Dominik Terzer AUT, das sah schon besser aus. Der erste Österreicher Dominik Terzer bringt seinen Sprung auf 105 Meter. Und dabei war er oben sogar noch etwas früh dran. Ordentlicher Auftakt vom Youngster, 11.29 Uhr Raffaele Buzzi, ITA. Im zweiten Versuch darf Raffaele Buzzi dann endlich runter, kann aber nicht überzeugen. 86,5 Meter sind selbst für den Italiener enttäuschend, 11.27 Uhr schwierige Bedingungen, der Wind fegt ganz schön über die Schanze und immer wieder müssen die Springen im Moment den Balken verlassen und auf Grün warten. 11.26 Uhr Viach Eslav Barkov, RUS Barkov hat auch starken Aufwind, wird aber ordentlich hin und her gewirbelt und landet bei 86 Metern. 11.22 Uhr Edgar Wallet, FRA, das war nichts. Der Franzose kommt trotz gehörigen Aufwinds nur auf 93,5 Meter, 11.22 Uhr André Passaut, CZE 113 Meter. Rang 2 für André Passaut, 11.21 Uhr Alexander Perschew, RUS. Die Bedingungen erlauben jetzt auch den schwächeren Springern weite Sätze. Alexander Perschew setzt bei 106,5 Metern auf und schiebt sich auf Rang 3. 11.20 Uhr Samuel Costa ITA, wieder wird es dreistellig. Der Wind trägt auch den Italiener Samuel Costa auf satte 112 Meter. Das ist Rang 2 für Costa. 11.18 Uhr Laurent Muletaler, FRA, der erste Franzose kommt nicht so richtig vom Balken und landet bei 88 Metern. Das ist vorerst Rang 11 für Laurent Muletaler. 11.17 Uhr Samir Mastiev, RUS, 84,5 Meter für Mastiev. Das dürfte nicht für die Top 30 reichen. 11.16 Uhr Einar Luras Oftebro, NOR, wow! Einar Luras Oftebro hat mächtig einen raus.
sagenhafte 126 Meter stehen plötzlich auf der R-Anzeige. Auch da hat der Wind massiv nachgeholfen. Die klare Führung ist das trotzdem für den Norweger. 11.14 Uhr Lukas Danek CZE, 87 Meter und vorerst Rang 4 für den zweiten Tschechen im Feld. 11.14 Uhr Wojciech Maruzac-Bull, der bisher weiteste Satz im Springen, wird nicht mit der Führung belohnt. Die 90,5 Meter von Wojciech Maruzac sind nämlich mit einiger Windunterstützung zustande gekommen und die Abzüge bedeuten Rang 3. 11.12 Uhr Jan Wietrewil CZE. Jan Wietrewil erwischt einen soliden Sprung und segelt knapp an die 90 heran. Noten von 15.0 und 15.5 bringen dem Tschechen dennoch die Führung. 11.11 Uhr Andreas Ilves S., der erste Nicht-Finne im Feld, reiht sich mit dem bisher kürzesten Sprung des Wettbewerbs von 82 Metern auf Rang 3 ein. 11.10 Uhr Atte Kettunen, Finn, das war schon mal eine etwas andere Hausnummer. Erstmals blinkt vorne die 9 auf als Kettenski bei genau 90 Metern aufsetzen. Das ist natürlich die Führung. 11.10 Uhr Wille Karma, Finn, Wille Karma übernimmt die Führung. Auch er kommt bei 84 Metern runter und setzt sich knapp an die Spitze. 11.09 Uhr Valtteri Kahuma, Finn, der zweite Finne ist unten und landet anderthalb Meter weiter hinten als sein Vorgänger. Durch einige Abzüge rutscht Valtteri Kahuma im Klassement aber hinter Nietikoski. 11.07 Uhr Otto Nietikoski, Finn, auf geht's. Lokalmatador Otto Nietikoski setzt den ersten Sprung des Tages in den Schnee und landet bei 82,5 Metern. 11.01 Uhr gleich geht's los, nachdem die Provisional Competition Round gestern aufgrund schwieriger Windverhältnisse abgesagt werden mussten, sieht es heute besser aus an der Ruka-Tanteri-Schanze. Soeben haben die letzten Springer ihren Trainingssprung beendet und gleich kann es losgehen. 10.57 Uhr weitere Favoriten. Ganz vorne muss man sicher auch in diesem Winter den Sieger des letztjährigen Gesamtweltcups Akito Watabe aus Japan erwarten. Eero Hirvonen und Ilkka Heirola wollen es mit Unterstützung der Fans in ihrer finnischen Heimat auch ganz nach vorne schaffen. Auch das norwegische Silber-Quartett von Pyeongchang aus Espen Andersen, Jørgen Graback, Jarl Magnus Rieber und Jan Schmidt will ein Wörtchen ums Podest mitreden. 10.51 Uhr HUG hält die Schweizer Fahne hoch. Team HUG ist wie im letzten Winter als Einzelkämpfer im finnischen Norden unterwegs. Die letzte Weltcup-Saison beendete der einsame Eidgenosse auf Rang 38. Diesmal darf es für den 31-Jährigen in seiner vermutlich letzten Saison nochmal weiter nach vorne gehen. 10.49 Uhr, 7 Starter aus Österreich. Österreichs Trainer Christoph Eugen schickt sogar noch einen Athleten mehr ins Rennen. Neben den olympischen Teambronzegewinnern Wilhelm Denifel, Bernhard Gruber und Mario Seidel sowie Martin Fritz, Lukas Greiderer und Franz Josef Real darf auch Juniorenwiese-Weltmeister Dominik Terzer sein Können beweisen. Österreichs Top-Athlet Lukas Klapfer stößt erst nächste Woche in Lillehammer zum Team. 10.39 Uhr deutsches Team unverändert mit Manuel Feist, Erik Frenzel, Vinzenz Geiger, Fabian Riesle, Johannes Reizek und Terence Weber gehen die gleichen sechs deutschen Athleten ins Rennen wie im letzten Winter. Weber wird mit Startnummer 31 als erster DSV-Springer von der Schanze fliegen. Olympiasieger Erik Frenzel will nach seinem achten Platz im Weltcup des Vorjahres diesmal wieder weiter oben angreifen. Es wäre schön, wenn ich diese Saison wieder ganz vorne dabei sein könne. Ich schenke nichts her und möchte entsprechend stark im Februar bei der WM antreten, so der 30-Jährige vor dem Weltcup-Auftakt. 10.32 Uhr langer Winter mit WM als Highlight. Der heutige Einzel- und der morgige Teamwettbewerb in Ruka machen den Auftakt zu insgesamt 28 Weltcup-Veranstaltungen in diesem Winter. Den Höhepunkt bilden die Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld Ende Februar.
Nächste Woche geht es erstmal im norwegischen Lillehammer weiter. Nach Deutschland kommt die Tour erst im Februar, wenn die Events in Klingenthal anstehen. 10.28 Uhr. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zum Weltcup-Auftakt der nordischen Kombination in Kuusamo. Das Ruka Nordic im hohen Norden Finnlands ist einmal mehr die erste Station des Winters der Kombinierer. Um 11 Uhr geht es auf die Ruka Tantteri-Schanze. Die Entscheidung fällt dann ab 15 Uhr über 10 Kilometer in der Loipe.